Weiter geht es mit Donkey Kong Country 2 und Glimmers Galeone. Der erste Geheimgang und die Donkey Kong Münze sind gleich am Anfang versteckt. Man sieht nicht viel, aber es gibt auch keinerlei Abzweigungen. Deshalb kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen. Komisch, warum hat man diese kurze Melodie denn nicht gehört? War wohl ein Fehler. Wofür stehen denn die Zahlen 3 und 4? Darunter kann ich mir beim besten Willen nichts vorstellen. Dieser Level ist ein wenig labyrinthartig. Gleich kommt unser Freund Glimmer. Der Lampenfisch. Der kam übrigens auch beim sechsten Boss aus I Wanna Find My Destiny. Dort hat er Laser erzeugt, die sich im Kreis gedreht haben. Der Abstand zwischen den Lasern betrug immer ein Sechstel des Bossraumes. Dieser Level hat ja praktisch das gleiche Design wie Glühbirnendrama aus dem ersten Teil. Der Unterschied liegt nur darin, dass wir unter Wasser sind. Das war jetzt purer Zufall, dass ich diesen Geheimgang entdeckt habe. Stellt euch drauf ein, es könnte sein, dass ich hier auch ab und zu mal im Kreis schwimme. Es gibt diese Stachelfische auch noch in einer etwas anderen Farbe. Bei denen fliegen die Stacheln schräg, wenn sie platzen. Den werden wir in diesem Level auch noch begegnen. Die Seesterne gab es ja auch beim sechsten Boss aus I Wanna Find My Destiny. Obwohl, ich erinnere mich gar nicht mehr, waren die lila oder orange? Moment, ich habe die Videodateien ja noch auf meinem PC. Könnte ich ja gleich mal checken. Das Ziel ist der einzige Bereich des Levels, der nicht unter Wasser steht. Das nenne ich ja mal toll. Ich habe das K und das O verpasst. Die Lockjaws können aber nicht sonderlich weit sehen. Ich stand nur 2 Zentimeter von ihm entfernt und er hat mich nicht gesehen. Auch hier führt uns eine Kurve von Bananen zum zweiten Geheimgang. Ich bin irgendwie orientierungslos. Oh, das war knapp. Ich will mich von den Piranhas auf keinen Fall in die Ecke drängeln lassen. Ziehleine.
So einen ähnlichen Geheimgang gab es ja auch im ersten Schiffslevel Sinkender Holländer. Hier gibt es aber ja noch den Unterschied, dass es dunkel ist. Oh, kein Ongard. Das ist gemein. Wo muss ich denn lang? Ich habe irgendwie Angst vor den Piranhas. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich im Kreis geschwommen bin. Ja, das ist auch so. Oh, ich dachte schon, der schnappt jetzt nach oben. Das war knapp. Wieder mal. Den Level hätte ich genauso gut auch erstmal offscreen spielen können. Der hat gar keine Stacheln abgeschossen. Der Stachelfisch geht nach einer Zeit nach oben, habt ihr ja gesehen. Oh, warum ist das Meer denn so giftgrün? Oh, hier ist alles radioaktiv verstrahlt.